Hallo zusammen, hier ist wieder Chila und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch heute den mittlerweile 15. Teil von meinen kleinen WoW-Spielzeugguides präsentieren. Und zwar geht es heute um das Mondfest, das jetzt schon leider fast zu Ende ist, also sprich bis morgen geht es noch. Und ja, bevor ich das verpasse, wollte ich euch das noch kurz zeigen. Ich denke, der eine oder andere wird es vielleicht jetzt noch vorher sehen, der die Spielzeuge noch nicht gefahren hat. Und sonst ist es halt dann fürs nächste Jahr dieser Guide. Tut mir jetzt leid, dass ich es erst jetzt mache. Ich konnte es vorher nicht angehen, weil ich ja von der Krankheit hier ausgefallen bin. Und dementsprechend kommt das erst jetzt. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch. Und zwar gibt es hier wieder ein paar neue Spielzeuge. Wir haben nämlich zum einen hier eine Quest und bei dieser Quest erhalten wir dann hier ein Spielzeug und zwar Ilunes Laterne und dafür müssen wir hier diesen Boss Omen umhauen. Und dann gibt es noch zwei weitere Spielzeuge und zwar die können wir kaufen und hier haben wir sie. Einmal das Allianzfeuerwerk und dann haben wir noch das Hordenfeuerwerk, also sprich beides mal unerschöpfliches Allianzfeuerwerk und unerschöpfliches Hordenfeuerwerk. Ja, ich habe mir mittlerweile schon 25 von diesen Marken zusammengefahren. Mir wurde gesagt, wenn ich eins kaufe, bekomme ich beide. Ob das wirklich stimmt, das werden wir jetzt mal rausfinden. Und zwar kaufen wir mal das erste und lernen das. Und ihr seht, ich habe wirklich beide bekommen. Und ja, das kann man auch einsetzen, hat 3 Minuten Abklingzeit. So viel zu den beiden Spielzeugen, die man sich hier direkt kaufen kann. Ich kann es dann gleich auch mal vorführen. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal noch die Quest an, die wir uns hier erspielen müssen. Und zwar müssen wir hier Omen beschwören und ihn dann auch noch töten. Und dazu fliegen wir jetzt mal hier auf die andere Seite des Sees rüber. Denn da war so ein Feuerwerk. Ich habe mir die Quest kurz vorher schon mal angeguckt. Und da haben wir hier so ein Feuerwerk und da müssen wir anscheinend jetzt ein bisschen Feuerwerk spammen, um dementsprechend dann den Boss zu beschwören. Jetzt schauen wir mal, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also hier diese Feuerwerksbündel, die habe ich durch diese Uhren bekommen, diese 25 Marken, die ich vorhin hatte. Da habe ich einfach ja die Uhren in den ganzen Städten abgeklappert, also sprich in Azeroth komplett, beziehungsweise auch überall sonst ist es so, dass hier sehr viele von diesen Uran rumstehen, also fast in jeder Stadt, und die quatscht mal einfach an, gibt die Quest ab, kriegt ein bisschen Gold dadurch und dementsprechend auch da haben wir ihn auch schon. Und zwar müssen wir ihn jetzt besiegen. Es ist jetzt hier ein Raid-Boss eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wir sind hier zu zweit. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Ja, dass es jetzt nicht allzu lang dauert, werde ich das jetzt mal hier dezent vorspulen, um die ganze Sache einen Ticken kürzer zu halten. Und zwar müssen wir jetzt einfach hier Omen umhauen. Und ja, ihr seht schon, das gestaltet sich ein bisschen schwieriger, wenn man das nicht gerade in der Gruppe macht, denn ich hatte hier keinen Heiler. Aber zum Glück ist der Friedhof relativ nah und man kann sich ja dann hier gleich wiederbeleben. Ja, sobald der Boss tot ist, steigt hier diese Lichtsäule auf und da stellen wir uns dann einfach rein, kriegen diesen Buff und haben somit die Voraussetzung für die Quest fertig, also sprich hier Ilunes Segen. Und jetzt können wir zurückfliegen und das Ganze abgeben gehen und unsere Belohnungen einheimsen. Und zwar müssten hier gleich die Mobs da sein, genau, da haben wir sie. Und jetzt geben wir das Ganze ab und haben 3 Items erhalten, und zwar unser Spielzeug, das wir jetzt gleich mal lernen, und dann jetzt, ja, hier noch so ein Paket mit einer Haufen Raketen, die ziemlich unnütze sind, die kann man wegschmeißen oder benutzen, je nachdem, wie man lustig ist. Und ja, dann haben wir natürlich diese Spielzeuge, und hier würde ich sagen, schauen wir gleich mal an. Und zwar mittels dieser Ilunes Laterne können wir dann auch diese Lichtstrahlen, Strähle ist wahrscheinlich der Plural, herstellen, und zwar brauchen wir so einen Stein, den wir hier haben, so einen robusten Stein plus das Item, und dann können wir halt diese Lichtsäulen projizieren hier. Dann haben wir natürlich noch die 2 Raketen, die ich hier eingangs schon gekauft hatte, und zwar das von der Allianz und von der Horde. Man kann immer nur das benutzen von seiner eigenen Fraktion, also das von der anderen Fraktion kann man nicht nutzen, aber dementsprechend es zählt als weiteres Spielzeug. Ja gut, dann sind wir an der Stelle schon wieder am Ende von dem Video. Ja, hier kann man natürlich noch ein paar mehr Sachen kaufen. Das sind alles Indie-Rezept jetzt für unseren Spielzeug halt relativ uninteressant. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein Ticken weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Beziehungsweise, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt,
könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Euer Chillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.